einstehen und hören das Wort Gottes aus Markus 10, Vers 24. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, dass die so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes zu kommen. Wir wollen unsere Knie beugen vor unserem Gott und seinen Segen bitten. Allmächtiger Vater, mit dankbaren Herzen kommen wir jetzt. Für die möchten wir Dank sagen. Danke, dass du uns wieder eine Gelegenheit gibst, wo wir dein Wort wieder hören dürfen. Danke, dass du durch deinen Geist auch immer wieder klar zeigst du jetzt auch in den Lektionen, wie wichtig es ist, dass wir eine Beziehung haben. Wie wichtig es ist, dass wir auch lernen, wie wir lesen, besonders aus der Vergangenheit, die Geschichte. Und dass wir nicht wiederholen dieselben Fehler, sondern dass wir in dir wachsen, in dir voranschreiten und die auch immer ähnlicher werden. Danke, dass du uns auch helfen wirst. Und danke auch für die, die noch draußen sind, dass du auch uns deinen Geist gibst, damit sie gefunden werden und auch zu deiner Herde kommen können. So segne uns, segne dein Volk weltweit, um Jesu Willen. Amen. Amen. Dort ist die Liebe, in die Liebe weit, der Volk in dort und dort in ihm. Amen. 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 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wer von euch hat Katzen lieb? Sind Katzen liebe Tiere? Ja. Und ich habe selber eine Katze noch zu Hause, das ist die Mia. Und was tut man mit Katzen sehr gerne? Was tut man mit Katzen sehr gerne? Man tut sie gerne streicheln, man tut gerne mit ihnen spielen, oder? Und vor allem sind Katzen süße Tiere. Die haben ein liebes Gesicht. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von einer Katze, ich nenne sie auch Mia, weil mir jetzt kein anderer Name einfällt, aber es ist nicht meine Katze. Und dieses Kätzchen war ein ganz süßes, kleines Kätzchen. Und alle anderen Katzen haben zu ihr gesagt, du bist eine sehr schöne Katze. Du bist das süßeste Kätzchen, was wir je gesehen haben. Und auch die Menschen haben am liebsten mit der Mia gespielt, weil sie so süß ausgesehen hat. Und das kleine Kätzchen, das hat sich da wohlgefühlt und hat sich gedacht, oh, die haben mich alle lieb, weil ich so toll ausschaue und so ein schönes, weiches Fell habe. Und dann ist die kleine Mia ein bisschen, wie soll ich sagen, eingebildet geworden. Und eines Tages wacht das kleine Kätzchen auf und es fängt an, am ganzen Körper zu jucken. Oh, was ist denn jetzt los, denkt sie sich. Und es hört nicht auf und sie kratzt sich und ihr ganzes Fell wird zerstruppelt und die Haare brechen ab und plötzlich hat das kleine Kätzchen nicht mehr so süß ausgeschaut und keiner von den Menschen wollte mit dem Kätzchen mehr spielen. Und so war die Mia traurig. Und die hat sich versteckt im Schuppen, hinterm Heu und da hat sie geweint und ist gar nicht mehr hervorgekommen. Wieso ist mir das passiert, denkt sich das kleine Kätzchen. Und es vergingen ein paar Wochen und niemand mehr wollte mit der Mia sprechen. Sie war ganz einsam. Und da kam ein Kater
Der kam von irgendwoher, der war nicht auf dem Hof. Es war ein streunender Kater. Und der kommt zufällig in die Scheune und findet das kleine Kätzchen. Und dann sagt er zu ihr, was tust denn du da? Wieso versteckst du dich? Und die Mia sagt, oh, schau mich an, wie ich ausschaue. Niemand mag mich. Und es juckt so und es ist eklig. Und ich mag mich selbst nicht mehr. Dann sagt der Kater, wieso? Du bist doch so ein hübsches Kätzchen. Und die Mia sagt, ach komm, wieso sagst du das? Das stimmt doch nicht. Aber du hast so wunderschöne Augen. Solche habe ich noch nie gesehen. Komm, ich geh mit mir und geh mit mir was fressen. Und die Mia, die geht mit dem Kater und versteckt sich ein bisschen so hinter ihm. Und dann gehen sie zum Fressen und alle schauen, was macht der Kater mit der Mia, wieso geht der mit der, die ist doch so hässlich. Und der Kater blieb ein paar Tage dort. Und er war immer bei der Mia, hat ihr Geschichten erzählt. Und dann sagt er zu ihr, weißt du was, mir ist es egal, wie du ausschaust, mir ist wichtig, welchen Charakter du hast. Und eines muss dir klar sein, ich habe mich in dich verliebt, ich liebe dich. Und das hat dem kleinen Kätzchen so gut getan, dass jemand da war, der sie geliebt hat. Und ohne dass sie es gemerkt hat, hat die Krankheit aufgehört und das Fell ist wieder schön geworden. Und in der Bibel, im 5. Buch Mose, da steht ein Bibelvers von einem Adler. Und der Adler wird mit Gott verglichen. Und das steht geschrieben, und der Adler nimmt euch unter die Flügel, seine Jungen und beschützt sie. Und so ist auch Jesus. Auch wenn wir uns von niemandem geliebt fühlen, wer liebt uns? Jesus, Gott liebt uns. Und er würde alles für uns tun. Und wenn wir uns unter seinen Flügeln oder an seiner Seite halten, dann werden wir auch von den anderen geliebt werden. Und das ist eine Geschichte, die ich euch jetzt erzählen wollte. Der Leitvers war in Markus 10, 24 und das ist ein interessanter Vers. Markus 10, Vers 24, da sagt der Heiland zu den Jüngern, es ist schwer, liebe Kinder, wie schwer ist es, dass die zu ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Was ist Reichtum? Geld. Geld. Und Jesus meinte auch in diesem Bibelvers materiellen Reichtum. Geld, Besitz, was man hat, vielleicht ein Haus, Auto, vielleicht eine große Familie. Etwas, auf das man stolz ist, weil man es selbst erreicht hat. Mit Arbeit, mit Kraft, mit auch vielleicht sogar Opfer bringen. Ja? Ich habe viele Geschichten, kennt man, wo vielleicht die Väter sich nicht so viel Zeit nehmen für die Kinder, weil sie ja arbeiten müssen, weil ja das viel wichtiger ist. Oder nicht nur Kinder, sondern auch für die Frau. Ja, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir etwas schaffen, uns etwas aufbauen in dieser Welt. Wichtig ist, so wie wir in der Geschichte vielleicht am Anfang gehört haben für das kleine Kätzchen, schön auszuschauen, etwas zu präsentieren, geliebt zu werden von dieser Welt, Ansehen in dieser Welt. Der Heiland, er verurteilt es in Markus 10, Vers 24 nicht unbedingt, sondern er sagt nur was. Für diese ist es schwer. Warum? Warum ist es schwer für diese Menschen, in das Himmelreich zu kommen? Wir haben jetzt in der Lektion wunderbare Gedanken über das Evangelium. Und da steht, wie können wir nur in das Himmelreich kommen? Wie nur können wir gerettet werden? Indem, dass wir uns auf jemanden verlassen. Auf jemanden anderen. Indem, dass wir sagen, okay, ich lege das Problem weg, ich löse das nicht selber,
das soll wer anderer lösen. Der Mensch, der Reiche zum Beispiel, aber ich sage generell, der Mensch ist eher dazu bereit, sich anzustrengen, aus seiner eigenen Kraft etwas zu schaffen, es selbst zu bewerkstelligen, das Problem selbst aus der Welt zu schaffen. Das ist so im Menschen drin. Jesus aber sagt, kommet her zu mir und legt all eure Sorgen zu meinen Füßen. Ist das leicht? Es ist, also für mich, ich rede jetzt von mir, ich bin verheiratet, ich weiß jetzt nicht ganz genau wie lange, aber schon sehr lange. Es sind fast 25 Jahre. Und es ist aber heute für mich immer noch schwer, meine Sorgen oder wenn ich Sorgen habe, sie meiner Frau darzulegen. Warum? Weil ich mir vielleicht denke, ich will sie nicht belasten mit meinen Problemen. Vielleicht denke ich mir, ich will sie beschützen. Andererseits kann es auch sein, dass ich mir denke, das schaffe ich schon alleine. Oder vielleicht ist es gar nicht gut, dass sie es weiß. Kann ja auch sein. Und man kämpft selber. Wenn man jetzt sogar nicht einmal seiner Partnerin alles anvertraut, wie sollen wir dann Gott alles anvertrauen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Nehmen wir die Wahrheit so an, dass wir uns hundertprozentig Gott übergeben. Hier haben wir eine Geschichte in Johannes 6, 16 bis 20. Und da geht es bei dieser Begebenheit darum, dass der Heiland gerade sehr viele Menschen versorgt hat. Aus wenig, aus ein paar Broten und Fischen hat er über 5000 Menschen Speise gegeben. Und jetzt ist so, Jesus, es ging zum Abend zu und Jesus bemerkt, dass die Menschen sich zusammen treffen in Gruppen und sie wollen ihn zum König machen. Er merkt es und auch die Jünger sind dabei. Und Jesus sagt zu den Jüngern, geht ihr zum Schiff und er ist verschwunden. Er hat sich von der Menge zurückgezogen. Und die Jünger stehen dann dort, als sie bemerkten, dass Jesus nicht mehr bei ihnen war und es Abend wurde, gingen sie alleine zum Schiff, um ans andere Ufer zu fahren. Und dann, als sie am See draußen waren, kam ein großer Sturm. Und sie ruderten, wie lange? Wer kann das oder wer kann das von euch herauslesen? Was ist da passiert auf dem See? Und sie ruderten. Jesus war aber nicht bei ihnen und das Meer erhob sich und ein großer Wind, da sie nun gerudert hatten, bei 25 oder 30 Feldwegs. Ein Feldweg sind ungefähr 185 Meter, also sind sie über 5 Kilometer gerudert. Im Sturm. Und was hatten sie? Todesangst. Aber sie haben mit ihrer eigenen Kraft probiert, diesen Sturm zu überwältigen. Jesus war nicht bei ihnen. Und wir können uns das ja vielleicht selbst vorstellen, wie so ein Kampf oft ist, wenn wir es mit eigener Kraft versuchen. Auf jeden Fall bekamen sie Angst zu sterben. Und als sie in ihrem größten Sorge waren, steht in dem Jesu auf Seite 373,
Wer seine dauernde Abhängigkeit von Gott nicht erkennt, wird in der Versuchung unterliegen. Wir glauben vielleicht sicher zu stehen und nicht fallen zu können. Wir mögen vertrauensvoll sagen, ich weiß, an wen ich glaube, nichts kann meinen Glauben an Gott und sein Wort erschüttern. Aber Satan ist auch da. Und er denkt unablässig darüber nach, wie er aus unseren menschlichen Mängeln Vorteile ziehen und unsere Augen gegen unsere wahren Bedürfnisse blind machen kann. Nur durch wahrhafte Erkenntnis unserer Schwächen, nur durch den unverwandten Blick auf Jesus können wir sicher wandeln. Also auch, wenn wir glauben an Gott und wir denken, wir tun ja beten und wir gehen in den Gottesdienst und wir missionieren und wir sind eifrig, wir erzählen ja den Menschen von Gott, kann uns nichts passieren, wir sind auf der sicheren Seite. Und doch rudern wir und strengen uns an. Denn Satan ist auch hier und er versucht uns. Aber wenn wir nicht erkennen, dass wir in unseren Versuchungen immer zu Christus kommen sollen oder der bessere Weg ist, zu Christus zu kommen, dann werden wir aus eigener Kraft kämpfen. 5,5 Kilometer. Und wenn man sich, ich weiß nicht, ob ihr hinten so eine Karte habt vom See Genezareth, sie fuhren von, einen Moment, wenn wir es ganz genau sehen wollen, sie fuhren von Tigris, oder wie das heißt dort, Moment. Ich schaue jetzt selber nach, das haben wir nicht aufgeschrieben. Und zwar ist es an der engen Stelle unten und sie fuhren von, jetzt kann ich das nicht lesen. Kannst du das lesen? Kannst du nicht lesen. Also sie sind von da. Kannst du sagen, der hat eine gute Brille, oder der? Ich habe eine gute Brille. Der Fabian. Entschuldigung, ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben. Aber sie sind von da herüben, das untere des TH. Die Berge? Ja, genau, von Tiberias da hergefahren. Nach Kypros, ja? Oder ja, genau. Von Tiberias nach Kypros sind sie gefahren. Und das ist ungefähr, naja, nicht die breiteste Stelle, aber das sind ungefähr 10 Kilometer. 10 Kilometer sind das ungefähr Strecke. Und die Hälfte haben sie aus eigener Kraft zurückgelegt. Es ist interessant, warum lege ich da so viel Wert darauf? Weil wenn ihr jetzt lest in Johannes 6, wenn wir da weiterlesen, als Jesus dann in das Boot kam, sie sahen, dass Jesus da ist und haben sich erschreckt, ein Geist. Und sie holten, als sie ihn erkannten, ins Boot. Und was steht dann? Was ist dann passiert, als Jesus ins Boot eingestiegen ist? Was lest ihr da? Oder wie versteht ihr das? Als Jesus ins Boot einstieg, wie lange sind sie dann noch gerudert? Sie waren sofort da. Also in Deutsch steht, als Jesus ins Boot stieg und alsbald. Also sofort waren sie am anderen Ufer. Was war mit den anderen 5 Kilometern mit Christus? War das noch eine Anstrengung? Verstehen wir das? Wenn wir Jesus ins Boot holen, wer macht dann die Arbeit? Wer kämpft für uns? Wer nimmt uns unter seinen Flügeln, wie im 5. Mose steht? Wer tut es? Christus. Er beschützt uns. Haben wir so einen Glauben? Deswegen sagt Jesus in Markus 10, die Reichen haben schwer.
Sie vertrauen auf das, was sie geschaffen haben. Und ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber es passiert auch selbst oft. Wenn zum Beispiel in der Gemeinde oder in der Kirche etwas zu richten ist, und man sagt, ja, ich möchte das gerne tun, ich spende das Geld, ich stecke meine Arbeit hinein und ich mache das. Und dann, vielleicht 5 Jahre später, kommt eine andere Generation, vielleicht ein neues Glied, und das sagt, oh, das ist aber schlecht gemacht. Das ist schlecht ausgebessert. Ich könnte das viel besser machen. Und dann kann es mir passieren, dass ich sage, oh, wieso kritisiert der meine Arbeit? Das habe doch ich gemacht, das ist doch gut genug. Das eigene Ich. Und wenn wir aber uns mit Christus verbinden, dann wird unser eigenes Ich aufgelöst. Nicht mehr ich habe das gemacht, sondern Christus mit mir. Christus gibt mir die Weisheit, dass ich so und so viel Geld hergeben kann. Christus gibt mir die Kraft, damit ich das und jenes für sein Volk oder für das Haus Gottes tun kann. Und wenn wer anderer kommt, dann hat Christus wen anderen geschickt, damit er es besser macht. Und wir zusammen arbeiten mit Christus. Die Wahrheit anzunehmen, ist nicht nur mit dem Verstand anzunehmen, sondern Wahrheit anzunehmen bedeutet, mein Leben wird verändert. Ich gebe mein altes Herz und bekomme von Gott dafür ein neues. Ich denke mir oft, oder ich sage auch oft, wenn ich mit Leuten spreche, ja, das ist eine Zeitspanne. Mit der Zeit wird sich das verändern. Mit der Zeit wird sich der Charakter verändern. Mit der Zeit. Aber was ist mit der Zeit? Ist es nicht so, dass Christus sagt, ich gebe dir jetzt ein neues Herz? Ich steige jetzt in dein Boot und du bist sofort am Ende, am Ziel? Die Frage ist nur, ob wir das so annehmen möchten. In Advent und Sabbat Herold aus dem Jahr 1895 steht, viele nehmen die Wahrheit bereitwillig an, unterlassen es aber, sie in ihr Leben einzubeziehen. Daher kann sie keinen bleibenden Einfluss auf sie ausüben. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir darüber nachdenken sollen. Wenn wir die Wahrheit annehmen, lassen wir es zu, dass der Geist Gottes uns auch umändert? Ganz krass gesagt, Jesus sagt zum reichen Jüngling, ja, du bist ganz okay, aber was sollst du tun? Geh und verkauf jetzt alles und folge mir nach. Den Zöllner Matthäus, er ging vor ihm vorbei am Schalter und er sagt zu ihm, geh und folge mir nach. Sind wir bereit, alles aufzugeben, um Christus nachzufolgen? Sind wir dazu bereit? Das ist nicht nur unser Hab und Gut, sondern das ist auch unser Stolz auf das, was wir erreicht haben. Dass wir das einfach so aufgeben wollen, können und auch dürfen, möchte ich dazu sagen. Weiterhin steht da in diesem Artikel, die wahrhaft an Christus Glaubenden werden durch die Heiligkeit ihres Charakters und den Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes offenbar. Sie erkennen, dass die Wahrheit, die in Jesus ist,
bis zum Himmel hinauf und in die Ewigkeit hineinreicht. So wie bei Jakob, die Himmelsleiter. Sie gehen von Jakob, von der Erde, bis in den Himmel. Sehen wir diese Verbindung auch? Die Wahrheit, die wir empfangen, reicht von hier bis in den Himmel, bis zum Throne Gottes. Also durch die Wahrheit, die wir annehmen, könnten wir, wenn wir wollen, eine reelle und wirkliche Verbindung zum Throne Gottes haben. Und zwar immer beständig. Sie begreifen, dass das Wesen eines Christen den Charakter Christi voller Gnade und Wahrheit offenbaren soll. Ihnen wird das Öl der Gnade verliehen, das ein nie verlöschendes Licht unterhält. Durch den Heiligen Geist, der in Ihnen, in dir oder in mir wirkt, werden die Gläubigen in Christus vollendet. Wunderbar, was Christus für uns vorbereitet hat, was der Vater im Himmel für uns vorbereitet hat. Wenn ich das so lese und studiere, dann komme ich zu der Erkenntnis, dass es möglich ist, schon hier auf dieser Erde das ewige Leben zu beginnen. Ein Leben zu beginnen, das im Himmel endet. Das ist jetzt möglich. Und wenn wir uns Christus übergeben, dann gibt es für uns keinen Tod mehr. Auch wenn wir sterben sollten. Es ist kein Tod. Dieser Tod, den die Sünde einfordert. Denn was werden die, die sich Christus übergeben haben? Sie werden wieder auferstehen, wenn sie seine Stimme hören. Um mit ihm in den Himmel aufzufahren. Wunderbar. Die Frage ist, glauben wir das wirklich? Ist es unser, wie soll ich sagen, ist es unser Bestreben? Kaum hatte Jesus, lesen wir im Leben Jesu, kaum hatte Jesus seinen Platz im Boot eingenommen, hörte der Sturm auf. Und alsbald war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Der Schreckensnacht folgte das sanfte Licht der Morgenröte. Die Jünger und noch andere, die sich in dem Boot befanden, beugten sich mit dankerfüllten Herzen zu den Füßen Jesu und sagten, du bist wahrlich Gottes Sohn. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Wahrheit, liebe Kinder und liebe Jugendliche, das ist das, was ich mir auch für mich und für euch wünsche. Diese lebendige Verbindung mit Christus. Und was wird dann sein? Ist es leicht, so einem nachzufolgen? Ihm treu zu sein, das Leben für ihn zu lassen? Sind wir bereit, für unsere Kinder das Leben zu lassen? Sind wir bereit, für unsere Frauen oder für unsere Männer das Leben zu lassen? Ich habe einmal eine Geschichte gehört, die hat sich in Indien abgespielt und das war jetzt noch nicht so lange her. Vielleicht ist es 6, 7 Jahre her. Und da ist ein christliches Dorf, wo auch Adventisten waren, von den Hindus überfallen worden. Das passiert ja ständig in Indien. Und da wurde verlangt, dass die Christen von ihrem Gott ablassen. Und da war eine schwangere Schwester von uns dort. Und die das Dorf überfallen haben, haben von ihr verlangt, sie soll Christus absagen. Und sie sagt, das kann ich nicht.
Dann haben sie ihren Mann geholt und haben gesagt, wenn du nicht absagst, dann werden sie ihn töten. Und sie hat gesagt, ich kann das nicht. Schlussendlich haben sie ihrem Mann beide Hände abgehackt. Und sie konnte Christus nicht absagen. Sind wir bereit, so viel für Jesus zu geben? Sind wir bereit, Christus in unser Boot hineinzuholen, dass er unser Leben in die Hand nimmt, dass er es regelt? Und wenn wir das tun, dann werden wir unser Ziel alsbald erreichen. Und das ist was? Die ewige Heimat. Wir werden es alsbald erreichen. In Schatzkammerband 2 lesen wir auf Seite 49. Viele begehen in ihrem religiösen Leben den schweren Fehler, dass sie nur ihre Gefühle aufmerksam beobachten und danach ihren Fortschritt oder Rückgang beurteilen. Gefühle sind kein sicherer Maßstab. Zum Beweis unserer Annahme bei Gott dürfen wir nicht in unser Inneres blicken. Wir werden dort nur Entmutigung finden. Unsere einzige Hoffnung besteht im Aufsehen auf Jesus. Ja, wir sollen schon unser Herz erforschen. Aber wen sollen wir bitten, dass er unser Herz erforscht? Sollen wir das selber tun? Oder sollen wir Gott bitten, dass er den Heiligen Geist sendet, um unser Herz zu durchforschen? Wenn wir es selber tun, dann werden wir nur entmutigt werden. Unsere einzige Hoffnung besteht im Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bei ihm ist alles, was uns mit Hoffnung, Glauben und Mut erfüllen kann. Er ist unsere Gerechtigkeit, unser Trost und unsere Freude. Wunderbar. Und nur ein kleiner Rat ist uns hier noch gegeben von dem Geist der Weissagung. Und zwar steht in dem gleichen Artikel, wir sollen unsere Sorgen, für welche Sorgen hat Jesus vorgesorgt? Sorget euch nur für diesen Tag, für einen Tag. Und werfet die Sorgen auf mich. Wenn wir uns jetzt aber für die Zukunft Sorgen machen, was wird mit meinen Kindern werden, wenn sie diese Ausbildung nicht machen? Was wird mit meiner Familie werden, wenn ich den Job verliere? Was wird passieren, wenn ich das und das nicht erfüllen kann? Was wird passieren, wenn ich nicht mehr genug zum Essen kaufen kann? Wenn ich nicht mehr sorgen kann für meine Kinder? Das sind Sorgen für die Zukunft. Und die sollen wir nicht sorgen. Denn das ist eine Last, die wir uns nur auferlegen, wo Satan uns quälen kann. Gott hat uns versprochen, dass er für unser Leben sorgt. Warum machen wir uns Sorgen? Möchte der Herr uns helfen, dass wir ihm vertrauen, und dass wir bereit sind, all unsere Dinge ihm zu übergeben. Und lasst uns nicht auf unsere eigenen Werke stolz sein oder, wie soll ich sagen, uns darauf etwas einbilden. Denn das, was hier auf dieser Erde erschaffen wird, das, was wir auf dieser Erde auch in der Missionsarbeit erreichen, ist nicht für uns, oder? Wir wandern, machen wir es für Gott. Und sonst ist alles vergänglich. Und wenn wir im Psalm 17, Vers 7 lesen, Gott ist
mit uns, wenn wir es zulassen. Und da steht, beweise deine wunderbaren Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, wieder die, so wieder deine rechten Hand setzen. Was steht da? Zeige du, beweise deine Güte auf für die, die dir auf dich trauen. Herr, du bist mächtig, du bist groß. Im Psalm 18, Vers 31 lesen wir noch zum Schluss. Gottes Wege sind vollkommen. Die Reden des Herrn, die sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Ich möchte, dass wir das glauben. Und nicht nur glauben, sondern auch ausprobieren. Denn die Welt sagt, glauben heißt nichts wissen. Wann erst können wir wissen, dass Glaube funktioniert? Erst wenn wir es ausprobieren. Ausprobieren, Dinge Gott zu überlassen. Ein kleines Beispiel von Bruder Rath. Er hatte viele Schmerzen nach seinem Unfall. Und er hat Gott gebeten, Herr, hilf mir, dass ich die Schmerzen aushalte, dass ich meiner Frau nicht zu sehr eine Last bin. Denn wenn sie ihn angegriffen hat, um zu waschen, dann waren das Schmerzen für ihn. Und es war für sie dann auch nicht leicht, weil sie wollte ihm ja nicht wehtun. Und er hat immer gebeten, Herr, gib mir die Kraft. Und jedes Mal, wenn sie dann ihn berührt hat, hat er sich vorgenommen, ich werde nichts sagen, ich werde nichts sagen. Und jedes Mal wurden die Schmerzen nicht weniger, sondern manchmal sogar mehr. Und dann hat er sich gedacht, warum, wo ist Gott, warum hilft er mir nicht? Und dann ist er zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr, Herr, tust du, ob es weh tut oder nicht, ist mir alles egal, übernimm du. Und erst als er bereit war, sich völlig loszulassen, an diesem Abend hat er fast keine Schmerzen gehabt, als sie ihn umgedreht hat. Und ab diesem Tag ist es immer besser geworden. Versteht ihr? Das ist auch ein, wie soll ich sagen, wir können uns oft falsch Gott übergeben, indem wir sagen, ja, ich will, hilf du mir, ich mach das, ich habe diesen Plan, hilf du mir. Ist das eine völlige Übergabe? Das ist Ich drin. Ist wieder Ich drinnen, ja? Herr, ich kann nicht mehr. Mach du, wie du es willst. Und sind wir dann bereit, das auch so zu tun, wie er es will? Das ist mein Wunsch für uns, für mich, dass der Herr in unserem Leben wirkt, so wie er es möchte, und wir das so tun, wie er es will. Vater, dein Wille, nicht mein Wille. Amen. Thank you.
Lieber Vater in dem Himmel, so kommen wir noch einmal vor deinen heiligen Gnadenthron und ich möchte dir danken, dass du deinen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hast, dass der Heiland uns den Weg vorgegangen ist und dass er gezeigt hat, was es bedeutet, mit dir verbunden zu sein und ein Leben zu führen, das dir hingegeben ist. Möchtest du uns helfen, dass wir auch diesen Weg nachgehen können, den Jesus uns vorgegangen ist. Und dass wir erkennen, dass du ihn gesandt hast und dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Herr, möchtest du uns helfen, dass wir bereit sind, unser eigenes Ich dir zu Füßen zu legen und dass wir bereit sind, auf dein Wort zu hören und dass wir bereit sind, das zu tun, was du von uns sagst, weil wir dich lieben und weil wir dir vertrauen und weil wir an dich glauben. So möchtest du uns gestärkt auch jetzt wiederum in die neue Woche hinaussenden und möchtest auch helfen, dass wir ein Licht sind in dieser Welt für dich und vergib, wo wir gefehlt haben oder vergib, wo wir zu viel auf unsere eigene Stärke vertraut haben. Denn wenn wir dich ins Boot holen, dann werden wir das Ziel alsbald erreichen. In Jesu Namen. Amen.